Deskriptive Studie. Eine deskriptive Studie zielt darauf ab, eine Situation, ein Phänomen oder eine Population genau zu beschreiben. Diese Art von Studie sammelt und analysiert Daten, um den aktuellen Zustand oder die Eigenschaften des untersuchten Gegenstands zu dokumentieren, ohne nach kausalen Beziehungen zu suchen. Typische Methoden sind Umfragen, Beobachtungen und statistische Analysen. Explorative Studie. Eine explorative Studie dient dazu, neue Einsichten und ein tiefes Verständnis eines wenig erforschten Themas oder Phänomens zu gewinnen. Diese Art von Studie ist flexibel und offen gestaltet, um Hypothesen zu generieren und mögliche Ursachen und Zusammenhänge zu identifizieren. Methoden umfassen oft qualitative Ansätze wie Interviews, Fokusgruppen und offene Beobachtungen. Vorteile deskriptiver Studien: Detailinformationen. Deskriptive Studien zielen darauf ab, eine Schätzung von Häufigkeiten und Anteilen vorzunehmen und detaillierte Informationen zu einem Thema zu erlangen. Dies ermöglicht eine tiefergehende Analyse der Daten und kann zu fundierten Schlussfolgerungen führen, die auf soliden statistischen Grundlagen basieren. Fokus auf bekannte Themen. Bei bereits gut erforschten Themen können deskriptive Studien dazu beitragen, das bestehende Wissen zu erweitern oder zu verfeinern, indem sie neue Daten sammeln und analysieren. Dies trägt zur Konsolidierung des Fachwissens bei. Vorteile explorativer Studien. Grundlagenforschung. Explorative Studien sind besonders nützlich, wenn das Forschungsgebiet wenig untersucht ist. Sie ermöglichen es Forschern, erste Erkenntnisse zu gewinnen und Hypothesen aufzustellen, die in nachfolgender Forschung weiter untersucht werden können. Dies ist entscheidend für die Entwicklung neuer Theorien und Modelle. Flexibilität. Im Gegensatz zur einfachen Zufallsauswahl, die strengere methodische Anforderungen stellt, bieten explorative Studien mehr Flexibilität in der Auswahl der Untersuchungseinheiten und der Erfassung von Variablen. Dies ermöglicht es, die Forschungsfrage dynamisch anzupassen und auf neue Entdeckungen zu reagieren. Allgemeine Vorteile: Anpassungsfähigkeit. Sowohl deskriptive als auch explorative Studien sind anpassungsfähiger an die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Forschung. Sie ermöglichen es, die Untersuchungsmethoden basierend auf dem aktuellen Forschungsstand und den spezifischen Zielen der Studie zu variieren. Eröffnung neuer Forschungsrichtungen. Durch die Kombination von deskriptiven und explorativen Studien können neue Forschungsrichtungen eröffnet werden. Explorative Studien können dabei helfen, neue Themenbereiche zu identifizieren, die für weitere Untersuchungen relevant sind, während deskriptive Studien dazu beitragen, das bestehende Wissen in diesen Bereichen zu erweitern. Zusammenfassend bieten deskriptive und explorative Studien im Vergleich zur einfachen Zufallsauswahl die Möglichkeit, die Forschung flexibler und anpassungsfähiger an die spezifischen Bedürfnisse der Untersuchung zu gestalten. Sie ermöglichen es, tiefergehende Einblicke in bestehende Themen zu gewinnen und neue Forschungsrichtungen zu eröffnen. 5 Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.